Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Diesen Auftrag haben wir uns ganz bestimmt nicht so gewünscht. Er wird uns ziemlich nahe gehen und selbst dem Dorn schlägt sein eigener Befehl stark an die Nieren. Mit diesem Ereignis wird niemand gerne konfrontiert und dass ausgerechnet wir das jetzt machen müssen, zeigt, wie wichtig dieser Auftrag für uns ist. Hallo Vince, du weißt, warum ich hier bin? Gut, ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Mit traditionellen Waffen macht man also keine halben Sachen bei Salieri. Wir brauchen ein neues Auto. Und am besten eins, das Frank bis jetzt noch nicht kennt. Was hast du heute für mich, Ralphie? Tommy, ich habe eine neue Kiste. Ein kleines bisschen besser als der V8 mit 80 PS. Schöne kleine Maschine. Neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem.
das war's. Danke, Ralfi. Ja, erneut ein Upgrade zu einem Auto, das wir bereits haben. Also nichts, was uns groß vom Hocker hauen würde. Aber es wird seinen Zweck, den wir an es stellen, zweifellos erfüllen. Frank hat uns im tiefsten Stil verraten und muss dafür mit seinem Leben bezahlen, wenn wir zudem nicht schleunigst an die Kassenbücher gelangen, die er von Salieri gestohlen hat, werden wir alle noch im Gefängnis landen. Salieri will, dass wir keine halben Sachen machen. Er will seinen engsten Freund und Geschäftspartner aus dem Weg haben und wir sind nicht in der Position, dies irgendwie noch in Frage zu stellen. Unsere Freunde kümmern sich in dieser Stunde darum, dass der Weg für uns frei ist, um ihn zu eliminieren. Allerdings müssen wir erst einmal herausfinden, wo die Polizei Frank überhaupt untergebracht hat. Und wir besuchen dafür Big Biff in Chinatown noch einmal, einen alten Bekannten von uns, der uns schon mal geholfen hat, als wir den Sohn vom Stadtrat gesucht haben und folglich gute Beziehungen zum Untergrund aufweist. Heute steht er ein bisschen woanders als beim letzten Mal. Von Mr. Salieri. Wir müssen wissen, wo sie Frank verstecken. Tut mir leid, Tommy. Das weiß ich nicht. Frag doch mal Little Tony. Dann müssen wir uns wohl woanders umhören. Das hat jetzt gerade nicht so gut geklappt. Es hätte ja sein können. Aber ich schätze, das hat Salieri ebenfalls schon so eingeplant. Es wäre ja auch nur zu schön gewesen, wenn wir leicht an diese Information gelangt wären. Aber die Polizei scheint das ernst zu meinen. Die wollen das zu einer ernsten Nummer machen. Oder zumindest unsere Feinde, von denen wir ja wissen, dass sie eng mit ihnen paktieren, dass wir nicht gleich erfahren, wo sie die Leute unter Polizeischutz bewachen, verstecken. Damit müssten wir leben und damit mussten wir rechnen. Aber wir können eben nicht aufgeben. Und der Don hat das sicherlich gewusst. Denn er hat neben Big Biff ja auch schon von Little Tony gesprochen. Und wenn es der nicht weiß, tja, dann müssen wir wirklich einfach nur einen glücklichen Fisch an der Angel haben. Oder einen Vogel fangen, der es uns zwitschert. Irgendein Tier halt, das es uns weitererzählen wird. Das hat so etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung an sich. Wenn du dich daran erinnerst, als wir unseren schlechtesten Tag hatten, als wirklich alles über uns hereingebrochen ist, das Bordell und der Priester und die Flucht über die Dächer und wir plötzlich der Feind von allen geworden sind, hat Frank sich von uns zu sich nach Hause fahren lassen und mit Tommy ja noch darüber geredet, dass irgendwann, aber bald, der Tag kommen könnte, an dem dich dein bester Freund verrät. Tommy hat sich damals auf Pauly als seinen besten Freund bezogen, aber Tommy muss jetzt nicht Pauly töten oder umgekehrt. Wir sind beauftragt worden, Frank zu töten. Also den Mann, der uns das alles damals gesagt hat, der uns damals gewarnt hat, der, von dem wir hätten erwarten müssen, dass er es besser weiß, der beste Freund des Dawn verrät den Dawn und legt sich mit der gesamten Mafia an, der halben Stadt. Und ich will uns nur mal einstimmen auf das, was uns bevorsteht. Mit all dem in unseren Hinterköpfen. Stell dir vor, was Frank alles aufgegeben hat, um das zu machen. Er hat alles verloren und jetzt nichts mehr zu verlieren. Er spielt mit allen Karten, er deckt alles auf. Joe der Idiot, weil er ein Vollidiot ist. Der hängt oft auf dem Gelände unter der Brücke in der Nähe